Hallo und herzlich willkommen zu Herzgeschichten. Action. Freuen Sie sich auf das bayerische Cowgirl Niki, Max Weidner. Zu Gast bei Anja Viktoria Autenried. Ein wahres Multitalent. Die erfolgreiche Schauspielerin und jetzt auch Sängerin Ronja Forcher. Wie wird man denn immer glücklich? Das ist eine schöne Frage. Ich vermute, man ist immer dann glücklich, wenn man ehrlich ist. Ja, ja, die Schönste auf der Welt. Was mich richtig glücklich gemacht hat, ist, da kann ich die Hand erlohren, aber noch nicht, ist natürlich meine Musik, meine Entdeckung. Ja, da ist sie. Ganz herzlich willkommen, liebe Anna-Maria Kaufmann. Schön, Sie bei uns zu haben. Herzlich willkommen auf der Sonnwegstuben. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Nein, weiß in Tirol nicht. Auf über 1000 Metern sagt man du. Ich hoffe, das ist du. In Ordnung. Anja? Für dich. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Daniel Sommer. Ein unglaublich sympathischer und bodenständiger Künstler. Das bin einfach ich zu 100%. Und wenn es dann ankommt, umso besser. Deswegen sage ich ja immer, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Und viele sagen, ja, mein Kind, viele sagen auch meine Frau, viele sagen auch meine Freunde. Der wichtigste Mensch im Leben kannst nur du sein. Genau. Weil wenn es dir gut geht, kannst du auch, dann geht es allen gut, die was in deinem Umfeld sind. Also ich fühle mich momentan sehr in meiner Kraft. Ich bin bei mir. Ich lasse mich nicht ablenken von links und rechts, sondern ich gehe meinen Weg. Ich habe meine Aufgabe erkannt, was ich habe in meinem Leben. Und die ziehe ich durch. Ich bin ein bayerisches Cowgirl und ich brauch nicht viel Geld mit einem ganz kleinen Schnauferl für ihr Rum in der Welt. Freuen Sie sich auf die zauberhafte Moderatorin und Sängerin Francine Jordi. Es ist schon diese Dankbarkeit und dieses, meine Oma hat auch immer gesagt, beende nie einen Tag, bevor du nicht etwas Positives gesehen hast an diesem Tag. Es muss einen positiven kleinen Moment gegeben haben, für den du dann einfach sagen kannst, ja, das war schön. Himmlisch. Erzähl mal doch deine Herzensgeschichte vom Leben.